Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. Wake News .net. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. We'll be right back.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, ich grüße euch zu unserer heutigen Live-Sendung am 8. Januar 2015. Wenn wir gestern live gewesen, hätten wir gleich alles live berichtet. Ne? Jetzt muss man das ein bisschen hinterher berichten, was wir alles schon herausgefunden haben. Ne? Live ist eben nicht immer live, oder? Ja? Bei uns schon, aber ne? Dort. Okay, also wie ich es immer mache, danke ich allen, die uns hier mit übertragen. Klasse, dass ihr das macht. Und wer das alles ist, kann man finden bei mir auf der Seite wakenews.net, Wake News Radio. Und natürlich auf der Blogseite mywakenews.wordpress.com, wo ich immer die jeweiligen Artikel zur Sendung vorab hochlade. Ja. Und wir danken vor allem auch immer den Künstlern, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellen, die wir hier dann auch bei uns auf den Sendern spielen können. Das war hier zum Beispiel Didi Schneider mit Wahre Lügen. Ja, und das passt ja wieder wie die Faust aufs Auge heute, gell? Klasse. Ja, und es ist auch schon wieder viel los hier in den Chaträumen. Klasse, dass ihr alle da seid. Ich winke euch hier, ne? Mal in die Kamera. Seht ihr natürlich erst bei der Aufzeichnung, ne? Logisch. Okay. Ja, und ihr könnt hier mitmachen während der ganzen Sendung, das ist richtig und wichtig, nicht nur in den Chaträumen, sondern natürlich auch vor allem durch die Zusendung eurer Infos, Kommentare, Fragen, Ansichten, Infos, habe ich schon gesagt, glaube ich. Okay, radio@wakenews.net, oder? Ja, wunderbar, da ist auch schon einiges da. Und vor allem für alle, die ganz zuerst hier mal eingeschaltet haben bei Wake News, klasse, dass ihr uns gefunden habt und nicht erschrecken, es gehen immer gleich zwei Player automatisch an, wenn die Seite aufgeklickt wird, da kann man einen davon ausschalten oder einen anderen Player, die sich dort befinden in der oberen Hälfte auswählen. Ja, und wir haben im Chatraum die Funktion, dass man sich einfach da so ne, einklicken kann. Wenn man nicht möchte, dass die Plop-Geräusche kommen, kann man das ausschalten. Links unten bei dem jeweiligen Chat ist ein Symbol mit einem Lautsprecher. Das kann man dann ausschalten. Ja, das sind so Sachen, die einem am Anfang Spanisch vorkommen. Ne? Heute eher Französisch, oder? Aber gut, wie auch immer. Gestern hat mir einer was erzählt. Das war sogar eine Dame. Oh, die hat was erzählt. Als wir über Französisch sprachen, das will ich hier nie wieder gehen. Ne? Oder? Gut. Ja. Ja, und ja, je suis Charlie von Corazon 2210. Das ist nämlich das, was bei Charlie Hebdo inzwischen auf der Webseite steht. Ne? Das ist ja eine riesengroße Werbe-Propagandaschlacht, die dafür dieses Magazin gestartet wurde, ist unglaublich. Darüber werden wir ja heute auch ein bisschen hören. Aber bevor wir das machen, nochmal der Hinweis auch. Gibt es ja inzwischen die Aufzeichnung von der Sendung, der Sondersendung, der ersten in diesem Jahr von Dienstag am 6. Januar 2015 mit dem Thema Update 2015 Planet X. Ja, die Fragen bleiben. Was wird geschehen? Könnt ihr euch alle anschauen. Ist alles hochgeladen bei den Archiven und natürlich auch bei den Videokanälen. Ja, das nur nochmal so wichtig ist, dass wir immer das im Kopf behalten, dass es also immer noch Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben, die möglicherweise hinter allem stecken, was passiert. Zumindest darf man es nicht ausschließen. Und wir müssen keine Angst haben vor irgendwas, sondern wir müssen uns mit den Dingen beschäftigen, um bewusst zu werden, ob der möglichen Gefahren und dann die richtige Entscheidung treffen für uns, was wir machen. Ja, das ist, da helfen wir so ein bisschen mit hier bei Wake News. Und ich habe das mal so quer gecheckt mit den, in der Vorbereitung für die heutige Sendung, mit den sogenannten Matrix-Medien, die posaunen alle in die eine Richtung, auch RT. Russia Today ist dabei, leider. Dachte, die hätten ein bisschen kritischer vielleicht die Sache angegangen. Haben sie ja noch die Chance, nachdem sie meine Sendung gehört haben, das ein bisschen zu korrigieren. Ne?
Aber die stoßen in dieselbe Matrix-Massenmedien-Posaune. Ja, das ist dann schon ein wenig ernüchternd. Und letztendlich muss man auch sagen, dass Charlie Hebdo, ja, das ein Magazin, kritisches, hatte ich immer schon, kritisches, satirisches Polit-Magazin gewesen oder ist, was ich doch aus meiner Jugend kenne. Ja, da war das richtig, da ging es auch schon her. Und da, die haben auch schon Razzien gehabt bei sich da in der Redaktion und alles Mögliche. Also, na, ob die nicht vielleicht auch ein wenig dahinter stecken? Oder ist das vielleicht alles nur ein Werbefeldzug? Und oder die größte politische Satire, die wir so lange Zeit erlebt haben? Ja, das wird sich irgendwann herausstellen. So, okay. Bevor ich jetzt einsteige hier in die heutige Sendung, nochmal der Hinweis, dass wir natürlich auch eure Unterstützung brauchen. Ja, in der Weiterverbreitung der Informationen ist klar, ganz wichtig, dass man ganz breit streuen, wo es nur geht, irgendwie auf diese Punkte hinzuweisen. Überall jetzt, wo in den Matrix-Medien gesprochen wird von diesem Fall in Paris, ja, von dem Terroranschlag und alles, was sich daraus ergibt. Ja, einfach mal so einen Link zur heutigen Sendung oder so hineintun. Wir werden das ein wenig kritisch beleuchten, ne? Etwas kritischer als die Massen- und Matrix-Medien das müssen oder dürfen oder nur können, ne? Weil die sind ja alle gesteuert, wissen wir, kontrolliert. Ja, und das ist also wichtig, dass wir da die Informationen verbreiten. Und da könnt ihr auch Twitter und bei Wake News sind wir auch bei Twitter und bei Facebook, könnt ihr auch nutzen, ja, um da das weiter zu verlinken. Und natürlich brauchen wir auch ein wenig materielle Unterstützung. Und da hatte ich einen Vorschlag bekommen, ich solle so einen Donate-Button von glaub PayPal war das, mal ganz an die vorderste Seite packen. Jo, kann man ja machen. Das ist zwar, wir sind zwar sehr ja, zurückhaltend, was also die Banken angeht, aber es ist nicht alles ohne möglich in diesem System, das ist auch klar. Ja, und deshalb haben wir da auch so einen Button eingefügt, da auf der Seite wakeness.net, gleich ganz oben rechts neben dem Logo. Ja, also wer das nicht finden sollte, da findet ihr es bestimmt inzwischen. Also war ja ein guter Vorschlag. Vorschläge sind immer gut, oder? Ist doch logisch. Ja, und was wir natürlich auch immer, worauf wir hinweisen, ist, ihr könnt auch bei uns die DVDs kriegen, CDs von unseren Sendungen oder Veröffentlichungen. Da gibt es überall Links dazu. Einfach mal einsteigen und nachschauen. Ja, und dann natürlich könnt ihr auch die Kappen und die T-Shirts bei uns beziehen. Ganz super, was da einige ja auch schon hier berichten. Ich hatte gerade eben etwas bekommen. Ja, hier, hallo Detlef, möchte gern einen Beitrag für deine unermüdliche Aufklärungsarbeit leisten. Hab auch schon 2 T-Shirts und 2 Kappen beim Laufteufel bestellt. Laufteufel.de ist die Webseite. Und erhalten. Die Qualität ist sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, bitte mach weiter so. So, ich schätze dich sehr, schreibt sie. Dieses Jahr wird einiges geschehen. Das ist wissenschaftlich von Dr. Dieter Bröers belegt worden. Kurzer Auszug aus seinem Buch Sonnenzeit, zitiere ich gerade hier. Starke Sonneneruptionen beeinflussen das Erdmagnetfeld. Das geomagnetische Feld übt unter anderem eine steuernde Funktion auf alle Lebewesen durch Magnetkristalle im Gehirn. Bei Menschen der Zirbeldrüse, Drüse natürlich, ne? Nicht verwechseln. In Klammern steht dazu, hier ist der Sitz der Intuition, der unwillkürlichen Ahnung des höheren Bewusstseins im Zentrum des Gehirns aus. Ja, das Magnetfeld der Erde ist zum Beispiel in Südamerika schwächer als bei uns, so zitiere ich aus der Zusendung. Folge: politische Krisen, psychische Instabilität, Satelliten, wie zum Beispiel von dem Betreiber des Hubble-Teleskops, werden über Südamerika vorsorglich deaktiviert. Ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit eines Polsprungs wächst. Polsprünge verursachen genetische Veränderungen und damit Evolutionssprünge.
ja, oder Evolutionsbeschleuniger. Das Wetter ändert sich, tektonische Platten verschieben sich, das gesamte System gerät in Bewegung. Sonnenstürme können sich auf Menschen negativ auswirken, aber auch positiv, wenn die Menschen bereits ein eigenes Feld aufgebaut haben. Sie erlangen tiefe Ausgeglichenheit, einen hohen Bewusstseinsgrad und führen zu kohärenten Aktivitäten. Resultat: eine veränderte Daseinsform. Wir sind uns bewusst, dass wir ein Teil des Kosmos sind. Das kosmische Ich vergleiche im Buch Sonnenzeit von Dr. Dieter Bröers entsprechende Seiten. Hier die 119 bis 127, das vorherige war Seite 118. Ja, Dr. Bröers hat dies durch Befeldungen mit freiwilligen Probanden, alle schon vor dem Kalenderjahr 2000 nachgewiesen. Ich sage nur, möge die Macht mit uns sein und verbleibe in bedingungsloser Liebe allen Lebewesen gegenüber, die von Anfang an treue Mithörerin deiner Sendungen. Lucky 21. Ja, herzlichen Dank, das ist sehr freundlich, dass sie uns das hier so mitteilt. Ja, und wie gesagt, ihr könnt auch hier eure Infos, Kommentare, Fragen und so weiter einsenden unter radio@wakenews.net. Ja, nett. Ja, ist nett, aber mit einem T, ne, am Ende. Okay, ja, und wir haben heute ein wichtiges Thema, weil es natürlich uns quasi serviert wird auf dem goldenen Tablett, wenn man so will, der Matrix-Propaganda. Und deshalb das heutige Thema: Matrix, das System schlägt zurück. Und zu finden ist da der einführende Aufsatz zur Sendung bei meinem Blog, in meinem Blog, mywakeness.wordpress.com. Wer es nicht findet, einfach einen Link auf meiner Seite auf den jeweiligen Artikel draufklicken. Mit der Maustaste rechte kann man das separat öffnen in einem separaten Fenster oder so. Damit kann man das nämlich mit gleichzeitig mitlesen oder die Bildchen und Links verfolgen. Ja, und da habe ich Folgendes geschrieben. Ich mache immer so kleine Collagen, ne? Wer das Bildchen vor sich sieht oder wer es noch nicht sieht, dem beschreibe ich es. Es ist eine Abbildung mit den Farben der République Française. La République Française. Das heißt die Französische Republik, Republik Frankreich. Ja, blau, weiß, rot. Ja. In der Mitte eine Abbildung des Magazins Charlie Hebdo, wo der Präsident François Hollande abgebildet ist, mit einer Sprechblase: Moi, Président. Das heißt übersetzt: Ich, Präsident. Ne? Nur zeigt die Sprechblase nicht dahin, wo es normalerweise rauskommt, sondern weiter unten, ne? Kann man ja sehen. Und es ist eine kleine Anspielung vielleicht auf das, was er am liebsten macht, in seiner Freizeit, aber scheinbar auch während der Staatsgeschäfte. Kann sich jeder jetzt ausmalen, was das sein mag. Und hat natürlich die Hände gehalten wie Angie. Angies Handhaltung ist dort auch zu finden. Ja, und dann steht da drauf: Matrix, ganz groß geschrieben, das System schlägt zurück. Hoppala, und da unten hat der Detlef irgendwelche komischen Symbole eingefügt. Ja, so einen kleinen Spaß erlaube ich mir. Es kann ja mal entziffert werden von all denen, die sich ein bisschen damit auskennen. Ja, ist für jeden zugänglich, kann jeder nachprüfen. Und wer den Text entziffern kann, also ist ein Text, ja, der kann mir das melden, gerne im Chatraum oder per E-Mail, was das heißt. Ja, und dann zitiere ich aus dem Artikel: Im Zuge des allgemeinen Erwachens in den Bevölkerungen, der zunehmenden Kritik gegenüber dem herrschenden System, die
oder der Entlarvung der Propagandafunktion der öffentlichen Matrix-Massenmedien, der Politikmüdigkeit, der fehlenden Abschreckungskulisse, um die Menschen in Abhängigkeit und Angst zu halten, werden nunmehr die obskursten Dinge herangezogen, um zu versuchen, die Informationshoheit beizubehalten, dem einzigen Mittel, die über uns gestülpte Matrix der paar wenigen Familien, die uns seit langer, langer Zeit versklaven, am Leben zu erhalten. Ja, nur wenn bereits kurz nach einer Ausstrahlung einer Live-Fernsehübertragung hier vom kontrollierten französischen Matrix TV France 24 oder France 24 vom 7.01.2015 erkennbar ist, dass es sich um eine manipulierte Aufzeichnung handelt, dann weiß ich nicht, wie die das noch schaffen können. Ja, und man sieht hier im Artikel 2 Screenshots von einem Film, der weiter unten in Gänze zu sehen ist. Von Dutch Sins kommentiert, der sich also sehr auch mit der Analyse von Bildern beschäftigt, in Videos und eigentlich auch sehr viel über planetare Ereignisse berichtet, aber nicht nur. Der also hier diesen Film auseinandernimmt, Sequenz für Sequenz, auf Englisch kommentiert, aber das ist nicht so entscheidend. Man kann eigentlich erahnen, auf was er hinaus will, und deswegen sage ich es ja auch ein bisschen auf Deutsch hier. Wo sie also hier bei dem Film von France 24, das ist die Live-Berichterstattung, die im Fernsehen lief gestern und die also dann als Video hochgeladen wurde, wo man also sieht, auf der linken Seite die Menschen auf dem Dach des Redaktionsgebäudes des Satire-Magazins Charlie Hebdo. Hebdo deswegen, weil die Franzosen das H nicht sprechen. Ja, das wird immer verschluckt, das H. Deswegen hört es sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist so. Ja, und da sieht man also links oben Leutchen, die aufs Dach dieses Gebäudes laufen oder krabbeln oder klettern. Und rechts daneben auf der Straße, ja, verschiedene Figuren, die da herumlaufen, und das ist jetzt nicht unbedingt die vergrößerte Form davon, aber man kann das also auch in den Vollansichtsmodus schalten, und wer vielleicht irgendwann das HD-Video findet von diesem Film, wird es noch deutlicher sehen können. Auf der Straße unten zu diesem Live-Moment, wo eben die Redaktion dort überfallen worden sein soll, laufen da drei Figuren nach oben die Straße rauf, die eindeutig als Police heißt das ja auf Französisch, zu identifizieren sind, deshalb, weil sie dunkle Uniformen, also schwarz, dunkelblaue Uniformen tragen, mit einer weißen Aufschrift drauf, die Polizei vermuten lässt. Also drei Polizisten, möglicherweise Spezialkommando, laufen dort die Straße hinauf, in dem Moment, wo also dieses Redaktionsgebäude überfallen worden sein soll. Und dann gibt es eine sogenannte Einblendung, oder die ist so schwer zu erkennen. Ein Screen Split, so nennt er das, der Dutch Sins. Screen Split heißt einfach nur, dass ein Bild das andere austauscht. Sekunden genau, man sieht den Schnitt nicht mit bloßem Auge. Nur wenn man es verlangsamt laufen lässt, sieht man, dass dort genau in der Stelle eine ähnliche Szene eingeblendet wird. Nur diesmal sind keine Polizisten mehr zu sehen. Das ist also rucki-zucki, das ist in Millisekunden Schnelle sozusagen, wird dann ein anderes Bildchen da eingefügt. Das ist natürlich merkwürdig. Denn also die laufen, ja, und das ist ja eine Live-Aufnahme und mit einmal sind sie verschwunden. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann, kurz darauf, kommen dann diese sogenannten zwei
Attentäter von links mit diesem Auto, was da rausguckt, da rübergelaufen und laufen in die Seitenstraße rechts, da wo sich das Mannequin da unten befindet, hinein. Ja, also dieselbe Szene mit geändertem Inhalt. Die Polizisten fehlen mit einmal, die vorher da waren. Jetzt stehen da die Angreifer. Das ist eindeutig eine Manipulation. Ein Editing, also eine Bearbeitung des Films hat stattgefunden. Eine andere Szene wurde also hinzugefügt und die Polizisten sehen dabei herausgenommen. Das ist eindeutig zu sehen. Das kann jeder nachvollziehen. Weil das ist das, was gesendet wurde. Das ist der Live-Bericht. Ja, und die Rede ist natürlich für alle die jetzt nicht wissen, wovon ich überhaupt spreche, vom sogenannten Terrorüberfall auf die Redaktion des politischen Satireblattes Charlie Hebdo, das gestern stattgefunden haben soll. Und ich habe hier auch nochmal einen Screenshot der Tagesschau.de, die erste Reihe, ne? Alle in der ersten Reihe, oder? Ne? Wo gleich steht, Terroralarm nach Anschlag mit 12 Toten. Ja, Stand 7.1.2015, 15.25. Ja, ja, da sieht man also hier, ja, man sieht irgendwelche Leutchen oder irgendwas, was da transportiert wird. Was da transportiert, ist nicht klar. Also überall wimmelt's von Feuerwehr, Polizei und was weiß ich. Also die üblichen Dinge, wo man sich auch fragt, wie kann das sein, dass die alle so schnell vor Ort sind? Und es gibt da den Link dazu, den ich hier mir aber erspare, vorzulesen. Von 12 Toten, so zitiere ich weiter aus, aus meinem Bericht, sowie mehreren Verletzten ist die Rede. Überall wurde planetar, also gleich auf der ganzen Erde, diese Schauergeschichte verbreitet und sogar wurden bereits an vielen Orten hunderttausende Trauergäste zusammengetrommelt, die man überzeugte, um für diese vermeintlichen Opfer sofort auf die Straßen zu gehen und zu trauern und was weiß ich. Diejenigen Politiker, die von Charlie Hebdo, das ist natürlich jetzt im deutschsprachigen Raum nicht so unbedingt so bekannt. Aber gib das mal ein und guck dir mal nur die Titelblätterchen an, die da rausgegeben haben. Die, ja, ich glaube, die erscheinen wöchentlich, also ist ein Wochenmagazin. Da, also da kannst du aber Abbildungen sehen, die werden hier als nicht jugendfrei abgeschossen. Oder? Ja. Ja, also die Politiker, also die von Charlie Hebdo aufs Übelste karikiert und durch den Kakao gezogen wurden, brüsten sich mit einmal mit persönlichen Erscheinen sogar am Tatort, am selben Tag. In dieses Krisengebiet ist der François Hollande direkt gekommen, obwohl er vorher da mit dem Ding da, was da, ne, sagt, ich bin der Präsident, sieht man ja oben in der Abbildung, karikiert wurde, mit Anteilnahme und Trauer, bemitleiden den Angriff auf unsere Demokratie. Ja, und ja, war das nicht ein bisschen leichtsinnig vom wichtigsten Mann in Frankreich, dem François Hollande, mitten ins Terrorgebiet zu fahren? Da war doch gerade noch eben, da wurden doch 12 Leute umgelegt. Ja, und da unten drunter kann man zwei Abbildungen auch nochmal hier sehen von Charlie Hebdo. Wo hier in der obersten, ja, der François Hollande von Mutti abgefüllt wird. Ne? Festgeschnallt. Ja, so ein bisschen nachempfunden, der, ja, dieser kleinen Wasserdrangsalierung, die CIA ja tagtäglich macht, überall. Ist ja auch normal. Macht doch jeder. Wo dann steht, le bizutage, ça suffit, Pompier de Paris, Hollande, Merkel. Ja. Das ist, übersetzt heißt es, oder interpretiert, weil man muss ja immer diese speziellen Worte ein bisschen umschreiben, die werden vielfach verwendet. Übersetzt interpretiert heißt es, die Pariser Feuerwehr, die Einführung Hollandes in die Schutzgelderpressung der NWO. Es reicht! Das wäre so die Übersetzung in etwa. Ne? Ja, Mutti macht das schon, ne? Und darunter Mutti nochmal von Charlie Hebdo. Ah,
mit der Unterbezeichnung Journal Irresponsable. Das heißt, das ist ein unverantwortliches Magazin. Das ist übersetzt, ne? Da steht dann Cumul Demandant, Merkel peut-elle diriger la France et l'Allemagne? Und Mami sagt ja. Ne, übersetzt heißt das Merkel. Ne? Kuddelmuddel der Mandate heißt das so, ne? Cumul des Mandats oder die Anhäufung von Mandaten. Charlie Hebdo sagt hier, Merkel, kann sie Frankreich und Deutschland gleichzeitig regieren? Klar, ey, sagt Merkel. Mutti sagt ja. Sogar das Merkel verabscheut diesen brutalen Angriff auf die Pressefreiheit als abscheuliche Tat. Originalzitat. Obwohl Angriffe auf die Pressefreiheit und Zensur in dem von ihr verwalteten Gebiet BRID-Bund Tagesgeschäft sind. Ja, meine Kamera ist immer noch weg. Einfach weggenommen. Von der Presse. Kamera weggenommen. Hier zuständig, hier dieses Folter- und Terrorland hier über die Grenze da genannt, Baden-Württembisch. Ne? Das Einzige, was sie nicht können, ist Deutsch. Ne? Also die Politiker. Ja, und gut, ich habe da für die Merkel schön, habe ich da so einen Spiegelartikel, ne? Spiegel ist ja gar britische Geheimnis. Da gebracht, kann man sie nachlesen. Ne? Das also ist nicht von mir erfunden, hat sie scheinbar selbst gesagt. Nun, alles deutet darauf hin, dass es den Verantwortlichen möglicherweise ziemlich heiß geworden ist, dass sie den Schritt nach vorne wagen, damit alles riskieren. Denn hier stimmt ja überhaupt nichts mehr in dem Szenario. Ja, dazu ist dann das Video zu finden, was man auch mal durchschauen kann. Es gibt natürlich auch noch andere Videos, noch andere Sequenzen, die gezeigt werden, wo zum Beispiel diese beiden mutmaßlichen Angreifer, die man ja sowieso kaum erkennen kann, weil sie maskiert sind, aber dass sie so Anfang, Mitte 30 sind, das kann man sich ja erkennen, die da so ballernd, wild ballernd voran schreiten. Ne? Aber es gibt nirgendwo Blut. Die laufen zum Beispiel in dem anderen Video, niedergefallenen, ob gestürzt oder sich hingeworfenen sogenannten Polizisten vorbei. Und der eine von diesen Terroristen, wollte ich sagen, hat so eine AK-47 ähnliche Waffe, das kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das stimmt, aber sagen sie, in der Hand, das ist eine Knarre, damit haust du den Leuten riesige Löcher in den Körper, den ganzen Kopf mit wegballern. Solche Kaliber sind das, mit so einer Durchschlag. Das ist eine Militärwaffe, ja, die wird im Krieg verwendet, um so viel Schaden wie möglich anzurichten, okay? Und der ballert den an. Man sieht das sogar in Zeitlupe, dass der also absichtlich daneben schießt, ne, in den Asphalt. Möglicherweise auch nur eine Platzpatrone, weil es ballert zwar heftig, aber ja, der hält sich auch wieder die Hand an die Ohren, weil wenn das so dicht dran gewesen wäre mit dem, das hätte ja also auch vielleicht irgendwelche Schäden am Trommelfell oder sonst was. Ja. Aber Blut siehst du überhaupt nicht. wenn der den in den Kopf oder sonst wo im Körper geschossen hätte, dann wäre das ein Riesenloch und es würde überall auseinanderfetzen. So ist es leider. So schlimm wie es ist. Aber das wäre eigentlich das Ergebnis eines Angriffs mit so einer Waffe gewesen. Nichts davon. Ne? Nicht mal die Regenwürmer lassen sich bei dem Straßenüberqueren davon irgendwie irritieren. Ne? Also es gibt nirgendwo Blut, obwohl mit militärischen Angriffswaffen wild geschossen wird. Der vermeintlich zuerst getroffene Polizist, wie ich es gerade geschildert habe, liegt im ersten Moment bewegungslos am Boden, ohne Blutlachen oder sonstige Einwirkungen, obwohl mit großkalibrigem Gewehr geschossen wurde. Im nächsten Moment liegt er nicht mehr da. Es gibt da so eine Szene, da ist überhaupt gar nicht mehr da im Bild. Keine Ahnung, wo sie das aufgenommen haben. Oder falsch geschnitten. Ja. Wer hat ihn also abtransportiert? Mitten im Schussfeld? Oder ist er aufgesprungen und davon? Oder... Die beiden Angreifer gehen jedenfalls militärisch vor. Das kann man so sehen. Das haben auch einige so kommentiert, was ich da so gelesen habe, auf Englisch und auf Deutsch schon. Die gehen also militärisch vor. Der
eine sichert den Angriff, geht vor mit, ja, wie es das Militär, die ausgebildeten Spezialkräfte wohl tun. Dann auch auf dem Rückzug, es wird alles gesichert und ne, das also alle sehr kontrolliert und ja, irgendwie, als wie wenn sie es üben. Ne, so sieht's aus. Einer der Täter hat irgendwas verloren, möglicherweise den Schuh oder sonst was. Den sammelt er ihn noch schnell ein, bevor er ins Auto einsteigt. Auch dieses Video lässt sich finden, wo man das sieht. Ne? Der greift extra nochmal runter. Also der hat die Zeit dafür, runterzugreifen, um das einzusammeln. Also das muss ja ein wirklich ein absoluter kaltblütiger Typ sein. Der hat jetzt gerade 12 Leutchen mit seinem Kumpel zusammen erschossen, ne? Und so und so viele verletzt. Ja, überall wimmelt es doch wahrscheinlich schon von Polizei und was weiß ich alles. Wahrscheinlich schon aus der Luft. Da müssten doch schon die Helikopter kreisen. Och, der ist doch ganz locker, nimmt er, ne? Und das Nummernschild, kann man alles erkennen. Ja, doch wunderbar. Ne? Hat er seine Steuern schon gezahlt oder was? Kann man doch nachprüfen. Oder wem gehört die Karre? Oder ist er aufgesprungen davon? Und man sagt sogar, es gibt zwei Bilder, das habe ich jetzt noch nicht überprüft, ob das stimmt, das habe ich vor der Sendung kurz gelesen, wo das Fahrzeug von denen, das eine ist mal mit Außenblinker, da gibt es ja so Blinker am Außenspiegel oder am ohne, da haben sie vielleicht ausgetauscht, die Karre. Die eine ging nicht mehr oder so, ja. Ja, sammelt also das ein, was er verloren hat, bevor er wieder ins Auto steigt. Also ein Terrorist mit Nerven wie Stahlseile. Ja, also der hat schon mal keine Angst vor irgendwas. Und schon gar nicht vor Verfolgung. Warum wohl? Oder ist das nur wieder ein Teil einer Übung, die genutzt wird, um uns, beziehungsweise dem, in Anführungszeichen, blöden Fernsehzuschauern ein Terrormärchen zu erzählen? Ja! Und darunter auch nochmal zwei Screenshots aus dem besagten Film, der weiter oben ist. Da sind doch die Leute überfallen worden, ohne dass sie das wussten. Ja, also, ne? Wenn sie es gewusst hätten, wären sie ja gar nicht zur Arbeit gegangen. Ne? Oder so wie bei 9/11, ne? 11. September 2001, da sind ja uns viele nicht zur Arbeit gegangen, was sie wussten, ne, an dem Tag. Ne? Aber hier, da, zumindest in der Aufnahme, man wissen ja auch nicht ganz genau, war, ob sie wirklich am 7.1. aufgenommen wurde, vorher oder gut, aber sagen wir mal, das war am 7.1. Die springen also voller Verzweiflung, weil sie unten angegriffen werden, Todesangst haben oder zumindest nicht wissen, was los ist, quasi in Panik klettern alle aufs Dach von Charlie Hebdo, dem Redaktionsgebäude. Was fällt uns da auf? Ach, die haben sogar schusssichere Westen an. Ja, hoppala. Das muss ja ein cooler Mitarbeiter gewesen sein. Der muss das im Schrank hängen haben. Ne? Oder kommt immer jeden Tag so zur Arbeit und geht wieder weg. Gut, wenn man satirisch-politische Berichte schreibt, die brenzlig sind, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Bin ich ja auch. Bei mir sind sie ja auch schon drin gewesen. Terroristen... Ja, also hier würde man, also es waren auch welche bei mir. Ne? Gut, das habe ich ja schon berichtet. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was man berichtet. Und da muss man damit rechnen, dass irgendwer da vielleicht mal vorbeikommt und sagt, das ne, wollen wir aber nicht. So wie sie mir hier gedroht haben in meinen vier Räumen. Hier, sagt, wenn du das wieder veröffentlichst, dann kommen wir wieder. Ja, so müssen die ja vielleicht auch damit rechnen. Dass dann irgendwie, aber dann hast du immer eine schusssichere Weste an. Also ich meine, so ein Ding ist ja, das ist ja kein Kleidungsstück, das ist kein modisches Accessoire. Auch nicht so eine Journalistenweste, wie ich sie manchmal anhab. Ja, wo man so ein paar Täschchen hat und wo man was reintun kann. Nee. Das ist ein schweres Drum, ein schweres Ding. Wenn du das anhast, da kannst du dich kaum gerade bewegen. Das macht man nur, wenn man das absolut notwendig ist. Aber wie konnte der denn das dann da wissen? Der eine, der sich da duckt. Ne? Er steht da noch und dann duckt er sich und hat seine schusssichere Weste an. Und gehen wir ein bisschen weiter in dem Film, da kommt doch ein zweiter auch noch mit so einem Ding an. Ja, hoppala.
Charlie Hebdo, je suis Charlie, was sie jetzt auf ihrer Webseite gebracht haben. Ihr seid ja welche, ne? Da würden wir uns Mitarbeiter beschweren, schusssichere Waffen mit Blei drin und was weiß ich alles. Wer weiß, vielleicht gesundheitsschädlich oder auf jeden Fall behindert es bei der Arbeit, oder? Wie willst du dann noch in Ruhe schreiben können? Du kannst du gar nicht richtig bewegen hier. Was meint ihr, was so ein Ding hier da noch dran hätte? Da wäre es ein bisschen schwieriger hier. Ne? Also, das ist sehr merkwürdig, oder? Findet ihr das nicht? Das sind Original-Screenshots von France 24. Also wir sehen hier die in Anführungszeichen Todesangst aufs Dach der Redaktion geflüchteten Mitarbeiter in schusssicheren Westen. Zwei sogar. Der eine hat die Hände in den Hosen noch, der andere, also der hat so, ja, was soll los? Und der andere tippt ins iPhone oder sonst wo wohin. Also Todesangst, Panik. Also für mich schaut es eher nach so einer abgesprochenen Übung aus, die dort mit Einverständnis der Redaktion erfolgt ist. Ja, die Frage müssen wir uns doch stellen. Steckt auch dieses kritische, systemkritische, politische Satire-Magazin Charlie Hebdo im Boot der Systemmatrix? Tja, vielleicht habt ihr die Antwort. Ich habe dort einen Link zu Charlie Hebdo gebracht. Da könnt ihr sehen, was sie da geschrieben haben. Es ist nicht viel, steht nicht viel drin. Je suis Hebdo, Charlie auf verschiedenen Sprachen. Vor allen Dingen natürlich wird ja Bezug genommen bei diesem Terrorakt darauf, dass sie Karikaturen brachten von Führern der islamischen Terroraktionsführer da, die was ISIS und wie sie da alle heißen. Und das wäre der Grund für den Anschlag auf Charlie Hebdo. Aber wie sind wir doch diese ganzen Islam-Organisationen, die da Terror verbreiten, sind doch gar nicht, haben doch gar nichts damit zu tun. Die sind doch von CIA, NSA, wie sie alle heißen, Mossad und britische Geheimdienste. Also das ist doch alles von denen. Das sind doch meistens Mitarbeiter von denen, die da arbeiten. Ja. Vielleicht waren die da jetzt auch da und haben gesagt, ja, ihr habt da jetzt mal einen Auftrag und da gibt's extra Taschengeld dafür. Weil, ne? Und so weiter. Gut, ja, darunter finden wir auch nochmal eine andere Veröffentlichung von News 24. Merkel, French shooting an attack on democracy. Ne? Das ist auf Englisch. Kannst du mal kurz überfliegen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verurteilte das tödliche Attentat durch mit schwarzen Masken verkleideten schussfreudigen Leutchen auf die Redaktionsbüros in Paris am Mittwoch. Nannte es ein Angriff auf die Pressefreiheit und die Presse überhaupt. Mindestens 12 Leute waren tot im Gebäude von Charlie Hebdo, einem satirischen Blättchen, das also ja Cartoons, also Zeichnungen von muslimischen Führern abgebildet hatte und verulgt und durch den Kakao gezogen hatte. Der verachtenswerte Akt ist nicht nur eine Attacke auf das Leben französischer Bürger und ihre Sicherheit, sagte Frau Merkel in einer Veröffentlichung. Es ist auch eine Attacke auf die Pressefreiheit und die Presse, die wichtigsten Kernelemente unserer demokratischen Kultur. Das kann in keinster Weise gerechtfertigt werden. Ja, und in einem separaten Aussage sagte der Vizekanzler Sigmar Gabriel, dass er diese Attacke, diesen Angriff als ein unglaublich brutales Verbrechen sieht.
Kam natürlich alles von Rothschilds Reuters. Den hat man wahrscheinlich auch das Skript für die Mannequins da, für die Merkel und Gabriel vorher vorbereitet, was sie sagen sollen. Das wäre denkbar. Ne? Ich sage ja nicht, dass es so ist, aber es wäre denkbar. Ja, und diese Abbildung da von Jolly Hebdo, ne, sagt, ja, der zeigt auch wieder, ne, die, das Merkel, ne, mit einer entsprechenden Verkleidung, die also zeigt, wessen Geisteshaltung sie möglicherweise vertritt. Ja, in 2015, je perds mes dents, heißt, verliere ich meine Zähne, ne? Vielleicht kriegt sie eine reingehauen. So wie der demokratische Sprecher des US-Senats. Aber gut, das ist noch was anderes. Der kam ja mit einem Knochenbruch des Gesichtes zurück aus den Ferien. Ne? Und dann steht da drunter noch in der Sprechblase en 2022 je fais Ramadan. Das heißt, im Jahr 2022 dann, ne, werde ich Ramadan machen. Ne. Ramadan ist das Fest, das muslimische Fest, wo dann also gefastet werden muss. Und während der Zeit darf man also nur das Nötigste zu sich nehmen, Wasser und einfachen Essen und das, ja, aber gut, das war so das Letzte, was da kam, über Merkel und sagt, ja, also, ne. Also alle Medien, aber, das ist nochmal wichtig, aufgrund eben dieser doch so offensichtlichen und offenkundigen, weil bekannt, Tatsachen sich und ihren Nutzern nicht dieselben Fragen stellen, wie wir es tun, hier bei Wake News, sind das dann auch alles Matrix-Komplizen? Das ist leider so. Ich habe auch versucht, bei RT irgendetwas Kritisches zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Also leider berichtet auch RT völlig unkritisch über diese Aktion. Naja, also es wird brenzliger für die Matrix. Ist klar, alles spitzt sich zu. Was wird siegen in 2015? Die Wahrheit oder die Lüge? Ja, und über das und vieles mehr können wir heute in der heutigen Sendung sprechen. Ja, und ich habe hier noch was geöffnet, so eine Art letzte Information, die beiden Hauptverdächtigen von Paris, ne, erschienen bei yahoo.com oder hier dpa, Meldung vor 7 Stunden. Die französische Polizei fahndet nach dem Mordanschlag von Paris mit 12 Toten und nach 2 Hauptverdächtigen. Am frühen Donnerstag veröffentlichten die Ermittler ein Fahndungsplakat. So schnell waren die, ne? Die mutmaßlichen Täter, die Brüder Said, 34, und Sherif, 32, sind Polizei bekannt. Ach nee! Ja, sorry, jetzt muss ich nochmal meinen Fragehut aufsetzen. Ja, Moment mal. Also, die Verbrecher, oder potenzielle Verbrecher, vielleicht haben sie ja vorher nichts gemacht, das weiß ich nicht, aber sind alle Polizei bekannt? Ja, aber warum lassen sie die dann frei rumlaufen? Das heißt doch im Umkehrschluss, egal. Vor allen Dingen nach dem 11. September 2001, wo alles verschärft wurde, die Gesetze, die Ausrüstung, die Polizei, die läuft hier rum wie eine spezielle Truppe des Militärs. In den USA fahren sie schon mit Panzern und verteilen da Strafzettel auf den Straßen, also überall hochgerüstet, überall wirst du ausspioniert, ja, abgetastet, dass du ja nichts, ne, bei dir hast, vor allem die kleinen Kinder, dass die keine AK-47 irgendwo unterm Pulli stecken haben und solche Sachen. Aber sie sind nicht in der Lage, dich zu schützen. Keiner dieser Aktivitäten, keiner dieser Maßnahmen hat je dazu geführt, dass irgendein Menschenleben, was vermeintlich durch Terroristen genommen wurde, verhindert worden ist. Die Polizei schützt dich nicht. Die ist nicht dafür da. Die kommt hinterher, schreibt einen Strafzettel. Oder, ja, nimmt auf. Wie viel waren es? Wie viele sind tot? 12?
kann so einer mehr sein, 13 oder so. Ne? Dafür sind die da. Und nachher alles ne, aufzunehmen. Also quasi so. Ne? Ja, wofür? Charlie Hebdo hatte vorher bekannt gegeben, dass sie schon ja Drohungen erhalten haben sollen. Deswegen wurde das Redaktionsgebäude polizeilich überwacht. Die hatten also bewaffnete Uniformierte, vielleicht waren sie auch in Zivil, das weiß ich nicht, sowieso Tag und Nacht da drumherum schleichen. Ja, wie kann es denn dann kommen, dass Terroristen das so machen und dann... Ne, der eine hat sich auch gleich hingelegt von den Polizisten. Ich weiß ja nicht, ob der von denen stammte oder noch eine andere Person war von dieser Übung, die vielleicht später herausgefunden wird, dass die da stattfand an dem Zeitpunkt. Ja. Die meisten Terroraktionen. Ja, den sie nicht mal erschossen haben. Das, wenn der erschossen worden wäre, hätte man das gesehen in dem Video. Das ist unmöglich. Das könnt ihr alle nachschauen. Da ist daneben geschossen. Man ihn in den Asphalt allenfalls. Und auch wenn die in den Asphalt geschossen hätten, da wäre da ein Riesenloch. Das kann also nicht echte Munition gewesen sein. Ja, wirklich. Guck dir das mal. Schieß mal mit dem AK-47 irgendwo in die Mauer oder in die Straße oder sonst was. Ich meine nicht, dass ihr das tun sollt, aber fragt mal an, wie dann ein solches Loch aussehen müsste. Oder die Beschädigung. Du siehst ja heute noch. In gewissen Teilen von Berlin oder Wien, ja, oder sonstigen Prag, solchen Orten, die ja so heiß umkämpft waren im Zweiten Weltkrieg, siehst du ja immer noch die Schäden an den Häusern, die von Geschossen aus dem, im Zweiten oder während des Zweiten Weltkriegs oder kurz danach noch stammen. Siehst du immer noch? So ein AK-47 hinterlässt was, das kriegst du nicht mehr so einfach weg, da musst du einen Bautrupp anfordern, um das wieder zuzumachen. Ja, und da erzählen sie uns also wieder so einen Käse, ne? Aber ich wollte hier noch weiterlesen. Also, die wissen also schon genau über die beiden Bescheid, alles ist klar. Ein mutmaßlicher Helfer der beiden Brüder, ist natürlich auch noch Brüder, stellte sich nach knapp 12 Stunden freiwillig der Polizei. Er soll seine Unschuld beteuern. Inzwischen ist klar, der hat ein Alibi, der war zu der Zeit in der Schule. Hä? Ich war in der Schule, ey. Weiß natürlich nie, ob es stimmt. Aber das ist das, was ich so gehört habe. Ne? Und der jüngere der beiden Brüder hat nach Berichten französischer Medien bereits ein Vorleben als Islamist. Hoppala, jetzt wird wieder diese Schiene geritten hier. Ne? Er wurde 1982 in Paris geboren. Er soll Teil einer nach dem städtischen Park Butte-Chaumont genannten Verbindung um den radikalen islamischen Prediger Farid Benyettou gewesen sein, die in Frankreich Dschihadisten für den Kampf im Irak angeheuert haben sollen. Ja, hoppala, da kannst du solche Leute nicht unbeobachtet durch die Straßen laufen lassen, Leutchen. Und dann auch noch vor dem Gebäude, das von der Polizei bewacht wird, einfach so herumstolzieren lassen. Wie kann das denn kommen? Kurz bevor der damals 22-jährige alte Hilfsarbeiter sich via Syrien in den Irak absetzen konnte, um dort als Dschihadist gegen die US-Truppen zu kämpfen, wurde er verhaftet. Aha. Im Jahr 2008 wurde er zu 3 Jahren Haft verurteilt. Wegen sowas. Erstmal frei rumlaufen. Von denen 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt wurden, ja klar, kannst du mich mal wieder bewähren, ob du dann auch die richtigen findest, die da, ne? 2 Jahre später wurde sein Name im Zusammenhang mit einem Befreiungsversuch eines inhaftierten Mitglieds einer islamistischen Gruppe genannt, bevor Sherif im 19. Arrondissement von Paris den religiösen Unterweisungen von Benyettou folgte. Weil nach Informationen von France 3, also von France 3, ein wenig frommer Rap-Fan, der hübschen Mädchen nachstellte. Hoppla, was für ein Verbrechen. Den Recherchen zufolge bestand seine Vorbereitung auf eine geplante Reise in Irak, damals aus Joggingrunden. Die in einem Pariser Park drehte und einer kurzen Einweisung an automatischen Waffen durch einen obskuren Waffenspezialisten vom CIA vielleicht.
Aber vielleicht hat er deshalb daneben geschossen, ja, weil er nicht richtig ausgebildet war. Said, auch der ältere Bruder, ist als französischer Staatsbürger im 10. Arrondissement von Paris geboren. Im Zusammenhang mit den Aktivitäten seines jüngeren Bruders soll auch Said 2010 im Visier der Ermittler gewesen sein. Dabei sollen sich keine Erkenntnisse ergeben haben. Die beiden gesuchten Tatverdächtigen des Anschlags auf das religionskritische Satire-Magazin Charlie Hebdo sind nach Angaben des Pariser Innenministers Bernard Chazeneuve überwacht worden. Moment, die beiden gesuchten Terrorverdächtigen sind überwacht worden. Wie schaffen sie es dann, mit AK-47 bewaffnet, vermummt durch Paris zu fahren? Dabei habe es alles keinerlei Hinweise auf einen bevorstehenden Terrorakt gegeben. Gegen die Männer habe es auch kein juristisches Verfahren gegeben, sagte Chazeneuve am Donnerstag dem Sender Europe 1. Wir treffen hundertprozentig Vorsichtsmaßnahmen. Ein Nullrisiko gibt es aber nicht. Also wozu brauchen wir die dann alle? Die werden hochbezahlt. Alle rauswerfen. Brauchen wir nicht. Sicherheitstruppen um die Hälfte reduzieren. Es passiert auch nicht viel mehr und nicht viel weniger. Vielleicht sogar weniger. So, wir treffen, die derzeitige Risikolage können auch zu anderen Gewalttaten führen, warnte der Innenminister. Also die neueste Ankündigung von Terroraktionen. Ne? Einige meinen ja auch, das ist nur die Ablenkung. Von was? Dass wir jetzt alle erst mit 70 in Rente dürfen? Das vielleicht? Oder dem geldlichen Raubzug, der still und heimlich weitergeführt wird, oder dient der Vorbereitung zu sagen, ja, seht ihr, und deswegen kommt es am 15.01. eben zu einem groß angelegten Schlag von Terroristen, was also überall jetzt Kriegsrecht ausrufen lassen lässt. Wir können dann, ne? Endlich. Ne? Soll es das sein? Oder die Entwaffnung der Amerikaner sagen, oh, jetzt müssen wir alle Amerikaner entwaffnen hier, weil ne, jetzt wurde Charlie Hebdo gefallen, jetzt muss man den ganzen Waffen abnehmen. Ja, oder sowas, vielleicht. Ja, da gibt es viele Gründe für das, was da eventuell noch im Raum stehen würde. Jo, ich hatte jetzt noch von Twitter hier irgendwas geöffnet, das ist natürlich die Sache, wie weitergeht. Ne? Inzwischen sind die ja nach Nordfrankreich geflüchtet, wurden dort bereits umstellt, haben mal irgendwo in einem Haus sich barrikadiert und auch wieder riesige Mengen von Polizeiwagen mit Mannschafts- und dies und jenes da aufgekreuzt. Aber das kann ja fast alles keiner mehr glauben. Ne? Also das ist alles so unglaubwürdig. Das ist also Hanebüchen. Man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Oder? Hä? Weiß nicht, wie soll ich gehen? Ist schon alles sehr merkwürdig, was da berichtet wird, oder? Wenn ihr auch noch etwas dazu beitragen wollt, könnt ihr das machen. Hier unter radio.net ist die Möglichkeit, dass ihr eure Infos hier mit reinschicken könnt. Jedenfalls muss ich sagen, es ist so eindeutig aus der Erfahrung, die wir gemacht haben, dass also es hier sich um ein falsche Flagge-Attentat handelt. Ja, ganz eindeutig. Das muss man jetzt so sagen. Nach dem ersten Tag, nach dem Geschehnis und den bereits von uns vorgenommenen Auswertungen, wir sind ja nicht die Einzigen, es sind viele tolle Leute, die sich mit diesen Themen sofort beschäftigen, alles analysieren, also alle namhaften systemkritischen Medien, neuen Medien, haben bereits identifiziert, dass es sich um ein falsche Flagge-Attentat handelt. Deshalb bin ich sehr enttäuscht, dass also RT das auch so einfach übernimmt. Ne? Aber gut, das müssen die wissen. Ich würde jetzt nur da vielleicht den Schluss daraus ziehen, dass es eben, dass die auch eine Agenda haben, der sie folgen müssen. Ja, angeblich soll ja auch jetzt die eine junge Dame, die da immer
die Sendung geführt hat in Ach, die Deutsch, nicht mehr dabei sein. Jasmin irgendwas. Weiß nicht, ob das stimmt, diese Information. Kann das vielleicht einer noch nachprüfen. Hatte das hier bei einem beim Ali gehört. Der hatte das also damit veröffentlicht. Okay. Ja, weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls ist es also hochinteressant, was da abläuft, oder? Und deswegen, ja, kann man also nicht viel anderes dazu sagen. Übrigens ärgert mich der Chat auch manchmal, muss ich sagen. Ich muss mich auch mal wieder neu einloggen. Das ist auch seit, weiß nicht, woran das jetzt liegt, aber für alle die, die diesen Chat da bei mir nutzen, bei Wakings.net, Wakings Radio. Aber gut, besser das, als wenn irgendwas anderes nicht funktioniert, oder? Deshalb muss ich mich da gerade mal wieder einloggen, damit ich das wieder auch alles richtig sehen kann. Ja, okay. So, also wie gesagt, wenn ihr da auch noch dazu etwas beitragen wollt, es ist deshalb ein bisschen ausführlicher geworden zu diesem Thema, weil wir auch hier in Europa erwarten, dass man versucht, das Kriegsrecht voranzubringen und gerade jetzt mit der Diskussion auch des Zerfalls der Eurozone, was ja auch natürlich die Vorstufe des Zusammenbrechens des gesamten Systems ist. Und ja, also hier haben wir wieder ein Chill, der sich hier verwirrt. Da wir manchmal solche Leute, die hier so allen möglichen Kram reinschreiben, statt es bei anderen reinzuschreiben, bei sich, machen es bei mir. Auch witzig. Okay, und das, die werden also immer solche Kommentare löschen, immer grundsätzlich. Also, wie gesagt, es gibt hier die Möglichkeiten, damit zu machen, eure Informationen reinzusenden, die wir dann in der zweiten Stunde auch ausführlich diskutieren können. Ich schaue mal, ob ich noch irgendwas hier vorlesen können. Ja. So, hier. Oh je, da kommt ein obskurer Witz hier vom Aufgewachten. Thema Hände in die Hosen. Ein Witz des Tages. Weiß nicht, ob der jugendfrei ist. Hier, schauen wir mal. Hi, Detlef. Fällt auf dem Bau ein Maurer vom Gerüst und bricht sich das Genick. Die anderen Bauarbeiter stehen um die Leiche herum und wissen nicht, was sie tun sollen. Schließlich kommt der Polier und ordnet an. Zuerst nehmt ihm mal die Hände aus den Taschen, damit das wie ein Arbeitsunfall aussieht. Oh, so makaber immer. Okay. Ja, also, ja, und da gibt es noch einen Anschlag, wurde gerade hier berichtet. Täter mit kugelsicherer Weste. Mann in Paris schießt auf Polizisten. Am südlichen Stadtrand von Paris ereignet sich eine Schießerei, eine Polizistin sei schwer verletzt worden, heißt es aus Polizeikreisen. Es sei unklar, ob ein Zusammenhang mit dem Anschlag bei Charlie Hebdo besteht. Also müssen sie noch schnell irgendwas anderes produzieren. Ein Tag nach dem Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo in Paris hat ein Mann am südlichen Stadtrand mit einem Maschinengewehr ja, alles klar. Das Feuer auf Polizisten eröffnet. Der Hintergrund der Schießerei ist noch unklar. Doch verließ Innenminister Bernard Cazeneuve überstürzt eine Krisensitzung im Élysée-Palast zum Anschlag auf Charlie Hebdo. Also der müsste zuerst mal zurücktreten. Ne? Der hat ja gar nichts im Griff. Ein Mann mit einer schusssicheren Weste und einem Schnellfeuergewehr habe um 8.19 Uhr das Feuer auf Polizisten eröffnet, teilte die Polizei mit einer Polizistin und einem Mitarbeiter der Stadtreinigung. Sein lebensgefährlich verletzt worden, heißt es aus Polizeikreisen. Ein 52-jähriger Mann wurde festgenommen. Bei ihm handelt es sich jedoch offenbar nicht um den Angreifer. Dieser befindet sich auf der Flucht. Das stellt Innenminister Bernard Cazeneuve am Ort der Attacke klar aus. Polizeikreisen hat es zuvor geheißen, ein Verdächtiger im Alter von 52 Jahren sei festgenommen worden. Die Schießerei ereignete sich in der Nähe der Porte de Châtillon im Süden von Paris. Ein Mann mit einer schusssicheren Weste und einem Schnellfeuergewehr und so weiter. Es steht ja nicht dasselbe drin. Ja. Das war, kam bei NTV, kann ich ja nachher mal auch mit verlinken. Okay, also jetzt spielen sie wild, weil das ist ja vollkommen klar, dass das alles, zumindest der Anschlag auf Charlie Hebdo, falsche Flagge ist. Okay, wir hören jetzt in der kleinen Pause, die wir uns jetzt gönnen, eine kleine Kaffeepause.
Nämlich hören wir von Distracted Bee, Mountains of Zappalord. Ja, und sind wir gleich wieder da. Das ist der von Break News Radio, Break News TV. Wird hochspannende 2 Stunden. Da versuchen wir der Sache auf den Grund zu gehen noch weiter. Und ihr könnt eure Infos, Kommentare reinsenden unter radio@wakenews.net. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, wir sind zurück hier aus unserer kleinen Kaffeepause, Teepause, ne? Kannst du ja auch sagen, oder was anderes. Ja, wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 8. Januar 2015. Ja, mit einem wichtigen Thema, nämlich auch zu den tagesaktuellen Themen bezogen. Matrix, das System schlägt zurück. Ja, was damit auf sich hat, haben wir schon in der ersten Stunde sehr ausführlich diskutiert mit den Ereignissen zu den Terroraktivitäten in Paris hier, insbesondere in Bezug auf das Charlie Hebdo Satire-Magazin, die also möglicherweise 12 Tote zu beklagen haben. Und das haben wir sehr ausführlich diskutiert und ja, kann man sich also später nochmal in der Aufzeichnung anhören oder in der Wiederholung, die wir anschließend nach dieser Stunde einspielen. Mit auch wichtigen kritischen Fragen, die wir uns stellen müssen. Ne? Ein kritisches Satire-Magazin hätte das auch getan, oder? Charlie Hebdo? Ne? Okay, ja, und da gibt es gleich hier ein Kommentar. Hier, hallo Detlev, aktuelle Sendung, ich muss dich korrigieren. Während des Ramadan darf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang weder gegessen noch getrunken werden. Nix. Aus diesem Grund ist der englischen Polizei auch während des Ramadan verboten, in der Öffentlichkeit zu essen und zu trinken, um Muslime nicht zu provozieren. Auch hier in Deutschland gibt es solche Empfehlungen an Schulen. Kannst du gerne vorlesen, habe ich gemacht. Und dann nochmal zur Erinnerung, es gibt kein Neudeutsch, sage ich manchmal zwischendurch. Ne? In Liebe und Achtung, schreibt sie, ja, danke dir. Ja, aber trotzdem dürfen sie dann vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, dürfen sie was essen und dürfen sie Wasser trinken. Das dürfen sie dann. Also insofern korrigiere ich das, gerne geschehen. Wichtig, dass man diese Differenzierung nochmal verinnerlicht. Ja, es ist unglaublich, was da also abläuft. Es ist einfach nicht zu fassen. Hier kam jetzt hier noch eine Meldung rein, hier Le Pen, ja, das ist die ja, die Oppositionsführerin sozusagen, die mehr und mehr Zulauf bekommt für ihre Partei, die vorher eben ihr rechtsradikal genannt wurde. Ja, die haben aber den Durchblick hat. Ich meine, die Leute an der Spitze haben alle den Durchblick. Die spielen halt nur ihre Rollen. Ja. Und Le Pen ruft zum Krieg gegen Fundamentalismus auf. Die, ich zitiere hier von wo kam das? Von der Zeit.de. Ne, Geheimdienst. Die Rechts Extremistin, so zitiere ich aus der Zuschrift, Le Pen hat den Anschlag auf Charlie Hebdo für radikale Forderungen genutzt in, ja, Never Let a Crisis Go to Waste, also niemals eine Krise ungenutzt verstreichen lassen. In Deutschland sehen sich anti-islamistische Populisten bestätigt. Jawohl. Ne? Nach dem Anschlag eben, ja, hat Marine Le Pen erneut ein Referendum über die Todesstrafe gefordert. Hinrichtungen sollten zum juristischen Arsenal gehören. Oh je, dazu wird schon wieder die französische Freimaurerrevolution gepriesen vielleicht. Ja? Um abscheuliche Verbrechen zu bestrafen, sagte sie im Sender France 2, sollte sie 2017 zur Präsidentin gewählt werden, dann werde sie ein Referendum über die Todesstrafe anstreben. Die Frage, wer da als Kandidat genannt wird, ne? Ja, hoppala, na gut, okay, also kam bei der Zeit. Ich gebe den Link später da rein, in die Linkliste da, des jeweiligen Artikels zur heutigen Sendung. Ja, und nach dem Anschlag in Paris, da kommt gleich das Nächste, das Merkel sagt gleich,
Als Reaktion auf den Terroranschlag die Satire-Zeitung Charlie Hebdo hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Angehörigen aller Glaubensrichtungen in Deutschland Schutz zugesichert. Wir tun alles, Menschen jeden Glaubens, egal ob jüdischen, christlichen, muslimischen oder gar keinen Glaubens, in jeglicher Weise als Bürgerinnen und Bürger Deutschlands zu schützen. Das möchte ich ja mal sehen. Im Moment raubt sie ja, lässt sie alle Leute hin ausrauben, ne? Wegen 10 Euro oder 5 Euro. Kommst du schon in den Knast? Ja? Oh Mann, ey. Auch nochmal Zeit.de. Also, da steht ja ein Müll drin, ey. Mann, oh Mann, ey. Ja, hier kommt bei Alle Schall und Rauch Frankreich. Wer Wind sät, wird Sturm ernten von Alle Schall und Rauch. Gebe ich da auch mal rein. Hat aber auch ein bisschen längere Sachen hier geschrieben. Zwei schwer bewaffnete, vermummte und gut ausgebildete Amok-Schützen haben einen bestens geplanten Angriff in Paris auf die Redaktion der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo am Mittwochmorgen durchgeführt, bei dem 12 Menschen hingerichtet wurden. Darunter 8 Journalisten und 2 Polizisten. Keine Frage, es handelt sich um eine abscheuliche Tat, die aufs Schärfste verurteilt werden muss. Ja, wir wissen ja, wir haben noch keinen einzigen Toten haben wir gesehen. Also, ja. Das ist, denkbar ist alles. Ich habe gestern zum Beispiel, nicht, dass ich das sage, dass es so ist, aber ich habe gestern mir nochmal, so zwischen mache ich das ja mal, wenn ich auf irgendwas warte, was ich hochlade oder sonst was, ein Filmchen gesehen, so aus früheren Zeiten, ich glaube 96, 97, wo es also um ein verschwundenes Dorf geht, ja, womit einmal, ja, hier steht es, The Uninvited, 1997, eine TV-Serie aus Großbritannien, aber es gab da auch schon offenbar in den USA eine davon, die so ähnlich war, wo es darum geht, es verschwindet ein ganzes Dorf, das wird irgendwie gesprengt, ist dann im Meer versunken, weil da irgendwelche Sprengstoffe aus dem Zweiten Weltkrieg noch gelagert waren und das war unsachgemäß und das ist halt ein Unglück passiert und so weiter und dann kommen so ein paar Leutchen, die sich dann da, die dann als Retter da auftreten und dann noch so den einen oder anderen da davon retten, aber die meisten Menschen müssen dran glauben, beziehungsweise denkt man das und dann tauchen diese Leute alle wieder auf. Diese Leute tauchen alle wieder auf, haben teilweise enorme Karrieren gemacht, ja, bei der Polizei oder in der Politik oder in irgendeiner Firma oder sowas. Und die Leute, die sie vorher kannten, also die Verwandten, Freunde und so weiter, die vorher diese Leute vor dem Unglück kannten, können sie nicht wiedererkennen. Also äußerlich ist das Gleiche, aber das ist nicht diese gleiche Person oder nicht der gleiche Mensch, der vorher da war. Und ja, dann stellt sich also raus, dass es irgendeine Technik gibt oder ein Experiment da abläuft, die Menschen, die dann angeblich verstorben sind, auszutauschen gegen andere und so weiter. Ich sage ja nicht, dass es das ist, aber diese Leutchen, die da verschwinden, sind die wirklich tot? Gut, das sind alles so Fragen, die ich mir erlaube, in meinen Sendungen durchaus mal stellen zu dürfen. Ja, und wer also hier möchte, kann mitmachen, kann seine Infos, Kommentare, Fragen oder so reingeben unter radio@witness.net. Freue mich, wenn da wie das kommt. Oder hier, da kommt noch eine Frage, war es nicht Frankreich, das zuerst Terror gegen Algerien ausübte? Wir denken da an die Kolonialzeit. Ja, Franzosen haben da auf Afrika gewütet, wie andere auch. Ja, das ist alles in Rassen. Also natürlich ist Frankreich ist durch diese Kolonialzeiten natürlich immer schon ein Einwanderungsland gewesen. In diesen kolonialisierten Ländern wurde ja die französische Staatsbürgerschaft mitgegeben, beziehungsweise war denen auch erlaubt, in Hauptland, also im Mutterland, in Frankreich selbst leben zu dürfen. Das haben natürlich viele genutzt, auch aus wirtschaftlichen Gründen natürlich. Deshalb ist Frankreich, vor allem natürlich so Ballungsgebiete wie
Industriegebiete und Paris hier speziell in gewissen Bezirken ist es besonders stark, natürlich überwiegend besetzt mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Ne? Und schon damals war die Kolonialisierung war ja eine Form der Globalisierung. Das dürfen wir nicht vergessen, das war schon damals Trumpf, gell? Das ist nichts Neues. Ja, und insofern, ja, würde ich sagen, ist das also spannend, was da jetzt noch weiter sich entwickeln wird. Man sieht, es ist nicht nur in den USA so, sondern es ist überall so, auch hier in, auf deutschem Gebiet, dass man versucht, die Rassen gegenseitig aufzuhetzen, dass es zu Animositäten kommt, vielleicht zu gewalttätigen Ausschreitungen, die Pegida und wie sie alle heißen, wurden ja auch inzwischen entlarvt als solche, die im Prinzip die Friedensmahnwachen oder die Montagsdemos, die angesetzt waren, auf allgemein auf Frieden hinzuweisen, genau umzufunktionieren. Die wurden jetzt auch medial überschattet eben von all diesen anderen Demonstrationen, die sich gegen die sogenannte Überfremdung stark machen, aber eigentlich nur ausschließlich dieses Thema behandeln und andere kritische, vielleicht noch viel wichtigere Themen ausklammern, die auch unterwandert zu sein scheinen. Um das eben anzuheizen und die Welle der Gewalt hochschwappen zu lassen, vielleicht dann auch bis dahin, dass es tatsächlich einmal anfängt, dass Leute irgendwo ausflippen, ja. Also möglich, ne? Ja, und ach, ich habe hier ganz viele Zusendungen eben davon, von kritischen Äußerungen zu diesem Attentat in Paris, zu dem sogenannten. Ja, und hier kommt noch was. Dieses Deutschland verliert immer mehr Unterstützung der Bevölkerung. Das heißt hier, dass ne, dieses Deutschland verliert immer mehr Unterstützung in der Bevölkerung. Die Politik hat es geschafft, Deutschland zu spalten. Ich bin mal gespannt, wie lange die BRD der Blockparteien noch existiert. Ich denke nicht mehr allzu lange. Das Gleiche trifft auf alle Länder der EU zu. So zitiere ich aus der Zuschrift. Linke haben aus ganz Europa einen Asylanten-Eldorado gemacht. Bürger der EU erleben, wie ihnen die Lebensgrundlagen beschnitten werden. Bürger werden zu gejagten Opfern in ihren Ländern. Renten werden gekürzt, um den Unterhalt von islamischen Invasoren finanzieren zu können. Sozialkassen von den Parteien im Bundestag geplündert, um soziale Wohltaten an Asylbetrüger verteilen zu können. Steht da gut, Steuern und Abgaben sind so hoch, dass sich Arbeiten kaum noch lohnt. Die Löhne sinken beständig für die Masse der Bevölkerung. Jeder Deutsche hat auch mehr von seinem Staat zu erwarten als ein Zugewanderter. Der Vorteil einer deutschen Staatsangehörigkeit hat sich erledigt. Anders gesagt, warum soll man erhalten, was uns alle kaputt macht? Das ist wirklich absurd alles. Gell? In der gesamten EU, so lese ich weiter vor von der Zuschrift, auch in Deutschland wird nicht mehr investiert. Grund, die Schüttelwährung des Euro, der Verfall der Währung, ist ja keine Währung, ist ja ein Zahlungsmittel, der sozialen Sicherheit und der inneren Sicherheit. Millionen von Muslimen sind nach Europa gekommen, um in Ruhe und Frieden leben zu können. Die meisten Muslims möchten eben nicht von einem Imam verfolgt werden, nicht gemaßregelt werden. Sie möchten eben keine Burka beim Schwimmen tragen, kein Kopftuch anlegen. Sie möchten Schweinefleisch essen, Alkohol trinken, kurze Röcke tragen und so weiter. Das sind die Gutmenschen, die Linken in ganz Europa, die uns alle zu Opfern machen. Dann steht da noch zum Schluss, diese linke Bande, so zitiere ich von da, schützt die radikalen Muslims. Diese linken Banden sind an jedem Toten, jedem Mordopfer, das im Namen des Islam zum Opfer wurde, schuld. Das kam bei aki-wirk-werner-wordpress.com. Also das kann ich gerne nachher verlinken, eine Ansicht, die dort geäußert wurde. Aber nochmal, wir dürfen nicht vergessen, das haben wir häufiger schon in Sendung gesagt, man muss das große Ganze betrachten. Es geht ja darum, alles zusammenbrechen zu lassen. Das ist ja der Sinn und Zweck der Geschichte. Und das wird geschickt gemacht, sodass es für die meisten Menschen nicht zu durchschauen ist. Zumindest meinen sie, dass es geschickt gemacht wird. Es wird ja immer deswegen ungeschickter, weil immer mehr und mehr Menschen aufwachen und das entblößen und selber spüren, dass das alles nicht stimmt. Und auch den Medien nicht mehr Glauben schenken, weil sie festgestellt haben, dass die bewusst lügen. Ja, und deswegen, das große Ganze ist die Zerstörung der gesellschaftlichen Strukturen, wie sie da sind, ihm die selbst erschaffene Matrix kaputt zu machen, um eine neue draufzusetzen, die uns dann alle in noch größeres Elend stürzen würde.
uns umwandeln soll vom Menschen, ja, vom Homo sapiens in einen Bioroboter. Auch das wissen wir, haben wir auch schon Sendungen drüber gemacht, über die Robotergeschichten und so weiter. Also und hinter allem steckt natürlich auch ein spirituelles Ziel, nämlich die Gedanken umzusetzen, die von Kräften hier genannt werden oder bestimmt werden, die eben wollen, dass alles kaputt geht, bis hin zu der Mutmaßung, dass es eigentlich darum geht, alle guten Seelen, die noch Verbindung zum Universum haben, zu eliminieren. Gut, aber das sind schwierige Themen, die man nicht so einfach mal so in anderthalb Sätzen erklären kann. Man muss sich dafür interessieren als erstes. Als zweites sollte man sich auch informieren, auch in verschiedenen Medien, sich ein Bild machen, zu versuchen. Denn wir müssen das große Ganze erkennen, um die einzelnen Aktivitäten durchschauen zu können. Warum können wir das relativ schnell als falsche Flagge identifizieren? Weil wir uns mit den Themen beschäftigt haben. Wir haben also gesehen, wie gehen die vor? Was läuft normalerweise ab? Es ist ja so üblicherweise, dass es immer eine Übung gibt an einem Tag, wo ein solches Szenario gemacht wird, damit gleich alle Strukturen kontrollierbar werden. Auch die Sicherheitskräfte müssen ja kontrolliert werden. Die dürfen ja nichts tun, was nachher diesen Terrorakt stört, weil sonst können sie ja den Terrorakt nicht durchführen. Also müssen sie alle Seiten zu dem Zeitpunkt kontrollieren. Und das kann man am besten, am einfachsten durch die Initiierung einer Antiterrorübung, zum Beispiel am gleichen Tag, mit eben diesem Thema, einem Angriff auf die Redaktion eines, ja, einer Zeitung oder was auch immer. Ja. Und dann postiert man überall alles, hat alles abrufbereit und alle haben ein eintrainiertes Verhalten. Kann also relativ wenig schief gehen. Nur, mit was sie nicht rechnen, ist, dass es Leute gibt, die nicht nur Fernseh schauen, sondern die sich also andere Medien zunutze machen oder eben die Dinge aus einer anderen Brille betrachten. Und das Schöne ist eben, dass wir eben nicht nur das Fernsehen haben, wo das gezeigt wird und dann ist das Ding weg, sondern durch die Videofunktion auch anhalten können, an einer bestimmten Stelle zurückspulen oder auch mal langsamer laufen lassen können, um jedes Detail einer solchen Aufzeichnung oder einer, ja, eines Berichtes analysieren zu können. Und da passieren denen Fehler, sogar in diesem Splitscreen, was sie gemacht haben, also in diesem Aneinanderreihen von zwei unterschiedlichen Filmen der gleichen Szene, wo andere Inhalte drin sind, das so schnell im Fernsehen nicht zu erkennen ist. Aber wenn du es dir im Video anschaust, langsam ablaufen lässt, in Zeitlupe, kannst du es erkennen. Ja, dann kommen da auch noch so Sachen wie alle Überwachungskameras in diesem Sektor waren abgeschaltet. Ne? Auch, ja. Das weist auch darauf hin, dass es irgendeine Übung gegeben hat. Und das wird auch noch herauskommen. Da wird irgendeiner in ein paar Wochen wird dann sagen, ja, es stimmt, an dem Tag haben wir auch so eine Übung gemacht. Ich wette mit euch, dass es das sein wird. Und dann verläuft das wie wieder so alles im Sande. Vielleicht werden die beiden dann auch noch schnell ermordet, damit die verschwinden, damit die nichts Falsches sagen. Deswegen ist es ja immer gefährlich, sich mit solchen Systemleutchen einzulassen, überhaupt in diesen Einheiten zu arbeiten, weil du irgendwann Opfer wirst, weil sie dich dann dafür aufopfern, dich dafür benutzen. Ja, das ist so. Ja? Also das ist so schnell durchsichtig und jetzt haben sie schnell noch irgendwelche anderen Attentate, um von dem Hauptattentat vielleicht abzulenken oder dies, was weiß ich, oder um ständig diese Geschichten da eben an dem im Fernsehen bringen zu können. Ja, und hier nochmal, guck, hier kommt ja schon noch was, Selfie während Anschlag. Ein Polizist macht ein Selfie, draußen vor dem Charlie Hebdo Redaktionsgebäude, direkt wo die Schießerei stattfindet. Also, ja, da ist auch ein Link dabei, ein YouTube-Link, das kann ich gerne dann auch mit einbringen. Das kann ich mir jetzt natürlich nicht anschauen, aber das kann man später machen. Hier kommt noch was anderes. Hat auch mit der Matrix zu tun.
hält ein Jobcenter bewusst Zahlungen zurück? Da ist ein Link geschickt hier von gegenharz.de. Mit der Überschrift hält ein Jobcenter bewusst Zahlungen zurück. Rechtsanwältin, so zitiere ich von da, wirft Jobcenter vor, vorsätzlich Zahlungen verspätet gezahlt zu haben. Eine Rechtsanwältin aus Chemnitz wirft dem örtlichen Jobcenter vor, bewusst Zahlungen an ihren Mandanten zurückgehalten zu haben. Auch ein entsprechender Gerichtsbeschluss führte nicht dazu, dass die Leistung umgehend an den Hartz-IV-Bezieher ausgezahlt wurde. Der Mann musste deshalb über die Feiertage bis zum neuen Jahr mit 9 Cent auf seinem Konto auskommen. Das Jobcenter weist jedoch alle Vorwürfe zurück. Ist ja klar. Über den Fall berichtet die Online-Ausgabe der Chemnitzer Tageszeitung Freie Presse. Das ist einfach unglaublich. Wir haben ja solche Fälle auch hier gehabt. Die lassen sich einfach verhungern. Ich sag die aus dem Amtsgericht Lörrach hier, da so irgendeine zuständige Person da bei der Frage, ja, wenn er kein Geld hat, wovon soll er leben? Wovon soll er sich etwas zu essen kaufen, beispielsweise? Können wir zurück arbeiten gehen? Ja, arbeiten gehen. Also ohne Essen, hast nichts gegessen. Weiß nicht, wie viele Leute von euch das kennen. Wenn man nichts gegessen hat, ist man vielleicht nicht ganz so leistungsfähig. Und dann noch einen neuen Job finden, ohne was zu essen. Das hat es in Notzeiten früher gegeben. Das ist richtig, es kommt vielleicht auch wieder. Es ist vielleicht sogar schon da. Aber wovon soll dieser Mensch leben? Wovon soll er frühstücken, Mittagessen, um Energie zu haben? Und da sagt diese Frau da, arbeiten. Genau, wie gesagt, okay, arbeiten ist verfallen, wenn man eine Stelle findet. Wann werden diese Leute bezahlt? Ja, da sagt sie dann, zuckt mit den Schultern, antwortet nicht, sage ich, am Monatsende. Das heißt, du musst erstmal 4 Wochen arbeiten oder essen natürlich. Und dann kriegst du vielleicht Geld. Aber nur auf Konto. Hast du dann noch ein Konto, wenn du kein Geld hast? Das ist noch eine andere Frage, das ist eine technische. Und dann, ja, meint sie, aber bei uns ist das anders. Wir kriegen immer am Monatsanfang unser Geld. Hoppala. Weißt Bescheid. Okay, aber das nur so am Rande. Unglaublich, was da abläuft. Das sind Leutchen, die musst du alle rauswerfen. Kann man eigentlich nur alle rauswerfen. Mal echt arbeiten lassen. Ja. So, was haben wir hier? Ausgerasteter Gerichtsvollzieher bedient. Fäkalverbalien mangels Sachargumenten. Oh je, das kann ich mir nicht vorlesen. Das kann ich ja gerne einfach. Muss ja ein bisschen aufpassen hier, oder? So, was haben wir hier? Horoskop. Vom Video Attentat Charlie Hebdo in Paris. Falsche Flagge. Schauen wir mal, was das hier Horoskop sagt. Ne? Aber das ist ein Video. Aber darunter war der Mordanschlag das Werk von Islamisten oder war es eine False Flag des Mossad? Fragezeichen. Da zitiere ich von dem Artikel, kam bei sternenstaubastrologie.com, Link gebe ich später rein. Bei 9/11 oder am 11. September Boston Sandy Hoax und so weiter wurden Schauspieler als Zeugen und Opfer eingesetzt. In Boston sprach auch das Horoskop bereits eine deutliche Sprache in Sachen False Flag. Am 7.1.2015 führten nun als islamische Kämpfer verhörte Männer ein Massaker an der Redaktion einer der populärsten französischen Satirezeitschriften Frankreichs durch und das, nachdem Frankreichs Parlamentarier es zuvor kurz gewagt hatten, sich in einem Votum für die Anerkennung Palästinas auszusprechen. Erinnern wir uns an Malaysia, kaum hatte das Genozidtribunal des Landes Ende des Jahres 2013 Israel des Völkermordes beschuldigt, fingen 2014 malaysische Flugzeuge an, vom Himmel zu fallen. Oder 2011 in Norwegen, als die Führung der Jugendorganisation der dortigen Arbeiterpartei sich für einen Boykott Israels ausspricht, wurde kurz darauf eben diese Führung der Arbeiterparteijugend massakriert, was dann dem angeblichen verrückten Einzelattentäter Anders Breivik in die Schuhe geschoben wurde.
Saturn im T-Quadrat zu Neptun, Orcus, tote Polizist für mehr Staat. Ja, da hat er ein schönes Bildchen hier, Horoskop gemacht und so. Das will ich nicht alles vorlesen. Mache ich euch dann gerne als Link und mit rein, könnt ihr es durchstudieren. Ja, ich habe halt alles mal irgendwie, nichts ist zufällig. Alles, was mit Politik und Regierung und solchen Dingen zu tun hat, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Da ist kein Zufall im Spiel, sondern da geht alles immer mit einem gewissen Ziel ab. Das wissen wir, das ist nichts Neues für uns, oder? So, ihr könnt euch hier noch einklinken mit euren Informationen, Fragen, Ansichten und so weiter. Hier kommt noch was. Anschläge in Paris. Alexander Gottwald. Paris-Terroranschlag 7.1. Horoskop. Charlie Hebdo-Attentat. False Flag. Der amerikanische Islamexperte Kevin Barrett nennt hier bereits mit wenigen Stunden Abstand das Attentat eine weitere zionistische False Flag und ist die Rede davon, dass von Mossad Maulwürfen so getan wird, als töteten sie auf offener Straße einen Mann. Das passt ziemlich genau nicht nur zu meiner eigenen Wahrnehmung des gestellten Charakters, den die angebliche Tötung des Polizisten durch angebliche islamistische Kämpfer für mich schon bei mehrmaligem Anschauen vor einigen Stunden machte. Die Karikatur oben mit dem Charlie Hebdo Bombengürtel ist übrigens aus Frankreich aus dem Jahre 2012. Bereitet man sich also schon länger auf ein entsprechendes Szenario vor? Auch da gibt es einen Link dazu, gebe ich dann später mit bekannt. Ja, seht ihr, ne? Da kommt einiges hier. Ja, dann, was haben wir hier noch? Da kommt noch ein Link hier. Christoph Hörstel, ehemaliger Regierungsberater und Nahostexperte, sagt die Wahrheit. 15 Minuten, die Augen öffnen. Der ehemalige ARD-Korrespondent, Regierungsberater und Nahostexperte Christoph Hörstel erklärt die Zusammenhänge und die Macher des sogenannten Islam-Terrors, der rechten Gefahr, der politischen Umstürze und die Ziele, die dahinter stehen. Vielen sind diese Tatsachen bereits bekannt. Diejenigen, die davon noch nichts wissen und nichts gehört haben, mögen sich nun in ihrem Weltbild erschüttert sehen. Ja, also gut, da kann man dann nochmal entsprechenden Link kann ich da unten mal mit reinbringen. So, da kam auch noch was mit dem ausgerasteten Witzfels hier. Aber das sind mir die Wörter. Das kann ich ja später als Link, habe ich ja gesagt, gebe ich dann da rein. Ne? Hier, eine kostenlose, hochqualitative Videospeicherung. Upload und share your videos. Da hat irgendein Video-Link da reingegeben. Das muss ich mir dann mal angucken, was das ist. Das kann ich jetzt nach der Sendung machen. Ist klar. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch etwas hier beitragen wollt, könnt ihr es tun unter radioawakeness.net, das ist meine E-Mail-Adresse, da kann ich das dann in entsprechender Form vorlesen. Ja, jetzt geht hier schon wieder der eine Chatraum bei mir nicht anzuzeigen und so weiter. Es ist also wieder mal alles, alles so, wie es nicht sein soll. Ne? Eine Live-Sendung, ne? Ja, aber kommen wir nochmal zwischendurch auf etwas, was ich immer dann wieder sonst aus Versehen vergesse. Wir haben eine Sondersendung an diesem Sonnabend, kommenden Sonnabend, am 10.01.2015, nämlich die United We Strike Radio Marathon Sondersendung, die wir mal am zweiten Sonnabend eines Monats durchführen, in der Regel. Und diesmal starten wir etwas später mit dem deutschsprachigen Teil, nämlich ab 16 Uhr. Also das ist dann auch einfacher für alle zu behalten, dass man eine Live-Sendung immer um 16 Uhr anfangen. Ist also ab sofort der neue Beginn meiner Sendung im United We Strike Radio Marathon. Also am 10.01.2015 ab 16 Uhr live, 16 bis 18 Uhr live. Und danach geht's auf Englisch weiter bis in die frühen Sonntagmorgenstunden. Wieder für alle die auch gerne mit hören wollen oder uns auch mit übertragen möchten in dieser Sendung. Bitte vormerken. Ja, dazu passend habe ich gleich mein United We Strike
Käppchen aufgesetzt. Auch das kann man erstehen. Auch die entsprechenden T-Shirts bei uns hier. Direkt mal auf den Shop gehen, laufteufel.de oder einen der vielen Links nutzen. Damit könnt ihr uns auch unterstützen. Und nochmal der Hinweis eines Vorschlages eines unserer Nutzer, doch bitte einen Spenden-Button, so ein Knopf, wo man draufgehen kann, gleich auf die Anfangsseite, ganz oben rechts bei uns auf der Webseite awakeness.net zu setzen, haben wir gemacht. Könnt ihr draufgehen, könnt ihr euch da weiter erkundigen oder uns einfach anschreiben, radioawakeness.net. Wir nutzen ja eigentlich keine Banken, das wollen wir nicht, aber ganz ohne vielleicht geht es auch nicht, aber wie das geht, eben dann einfach anfragen, wer uns unterstützen möchte. Okay, danke für eure super Hilfe, weil das ist notwendig. Wir sind ja kein kommerzieller Betrieb, so wie diese ganzen Matrix-Medien in der Regel sind. Wir werden auch nicht von irgendeinem Staat unterstützt, wie RT. Russia Today ist ein Staatssender. Ja, und schon gar nicht gehören wir zu dem Konglomerat der paar wenigen Familien, die also da auch ihre Propaganda absetzen überall. Ja. Wisst ihr alle. Brauche ich euch nicht neu zu erzählen, oder? Ja. Ja, sondern wir müssen irgendwie zusehen, dass wir selber über die Runden kommen und wir wollen auch die Unabhängigkeit behalten. Die ist nur möglich, wenn man auch da klare Grenzen setzt und wer also da uns helfen will, herzlich willkommen. Ja, und dann gehen wir weiter im Programm, weil das ist schon wichtig, also alles ein wenig zu durchschauen, was hier so alles abläuft. Und ihr könnt auch immer die neuesten Informationen, die mir auffallen, finden unter auf der Seite awakeness.net News. Da sind die täglichen Neuigkeiten auch zu finden und auch wiederkehrende Links, die wichtig sind, kann man da schnell finden. Ja, Stephen Hawking, wer kennt den? Stephen Hawking, hä? Das ist doch ein ganz berühmter Wissenschaftler, oder? Ein Crack, der leider durch seine gesundheitliche Situation an einen Rollstuhl inzwischen gebunden ist. Ja, und was hat der wohl gemacht? Ach, der war auch Gast auf der Sexsklavinneninsel in der Karibik. Ja, da haben wir gar nicht so groß darüber gesprochen, weil letzten Dienstag hatten wir ja eine Sondersendung, wo wir uns vor allen Dingen mit dem Thema Planet X Updates und so weiter beschäftigt haben. Aber inzwischen ist ja das rausgekommen, dass also wesentliche politische Führer, Anführungszeichen, und natürlich auch die Schauspieler und Wirtschaftsführer und eben jetzt ja auch Wissenschaftler und so offenbar erpresst werden oder werden können, weil sie eben einem tollen Angebot auf den Leim gehen, nämlich, weil es sind Männer, die also gelockt wurden da auf eine Partyinsel, die einem Bankster gehört, der also da auch Investor ist, der also mächtig da auf den Putz haut, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig da, je nachdem, und dort auf die Karibikinsel, die eine Privatinsel ist, eingeladen hat mit einem tollen Villa und Pool und was es da alles gibt. Die ganzen Verlinkungen zu den ganzen Originaltexten kann man aber nicht mehr finden. Ja, da war Bill Clinton, ach, Schürzenjäger Nummer 1, wohl häufig zu Besuch und einige bekannte Schauspieler. Also da kommt wahrscheinlich noch viel mehr raus und natürlich auch einer aus dem Königshäuschen, ne? In Großbritannien. Ja, der war natürlich auch da und hatte also mächtig viel da rumgemacht mit vor allem minderjährigen Sexsklavinnen, die dort gehalten wurden, aus welchen Gründen auch immer. Die also dann ausgepackt haben jetzt inzwischen und das ist natürlich eine peinliche Geschichte, weil das wird nicht zu Ende sein, ne? Mit diesen paar Veröffentlichungen, weil jetzt sind die Matrix-Medien auch drauf angesprungen und da gibt es jetzt ordentlich Informationen darüber und eben wie gesagt, Stephen Hawking, na, vielleicht auch, damit er dann nicht zu viel die Wahrheit sagt, oder? Es kommt alles raus. Ey.
ist unglaublich, was da alles passiert. Du bist einfach sprachlos, wenn du das. Du denkst, du bist in irgendeinem Hollywood-Film. Ja, aber es ist, so läuft das ab. Ja? Und da musst du auch wieder nachfragen, ja, welcher Gruppe gehören diese Leutchen alle an? Vor allem die, die das organisiert haben, wieder einer Minderheit. Ne? Ist halt so. Das kann man einfach nur da feststellen. Ne? Dann haben sie auch wieder einen Bankster erledigt, da in New York. Ne? Wieder ein Hedgefondsmanager ist da über die Klippe gesprungen. Ja, und so weiter. Ja, und Italien beschwert sich, ja, wegen dieser ganzen Sanktionen ist jetzt unsere Wirtschaft zusammengebrochen. Ne? Sie zerstören sich also hier mit ihren Sanktionen und so weiter eigentlich vor allen Dingen erstmal selbst. Ja, damit, ne, damit das also ordentlich wird. Jetzt gibt es hier gerade einen Seitenladefehler bei Wakeness.net. Das ist auch sehr selten. Ist das vielleicht, weil ich das Thema anspreche oder so? Kann das vielleicht einer bestätigen, dass so ist, ob das nur auf dem Rechner ist? Muss ich gleich mal gucken. Nee, da geht's eigentlich. Ist nur auf dem einen Rechner oder wie? Gucken wir mal eben. Ah, das ist alles nicht so einfach. Gucken wir mal. Nee, da hier, da auf dem Rechner geht's anscheinend. Ja, also wie gesagt, der das ist also eine Sache. Oder hier ist auch noch eine wichtige Information, die man sich auch nochmal durch den Kopf gehen lassen sollte. Ja, also wenn wir jetzt von Christen sprechen, da denken wir natürlich auch natürlich vor allen Dingen an den, der das die Bezeichnung verursacht hat, nämlich Jesus Christus, oder? Und dann liest du das hier beispielsweise, ich habe das bei mir zu finden auf der Seite Wakeness.net News, zweite Seite, also ja, geht ja mal weiter. NWO Katholische Kirche im BRID-Gebiet, Bistümer, ja, so heißen die ja, besitzen Milliarden. Da habe ich dazu geschrieben, was würde wohl Jesus Christus dazu sagen? Ja, weil er das nicht, der die ganzen Leutchen da aus dem Tempel raus vertrieben hat. Und hier, da kam das hier bei focus.de, ne? Bistümer legen Finanzen offen, katholische Kirche besitzt viel Milliardenvermögen. Hoppala. Hä? Und so weiter, kann man alles nachlesen. Das kann ich mal einzeln vorlesen. Gut, dass die in Kohle schwimmen und dass die extra ja die, da Südamerika erobert haben, um an den ganzen Goldvorräte ranzukommen, wissen wir ja. Aber beißt sich nicht das irgendwie so ein wenig mit der christlichen Lehre, oder? Hä? Mann, oh Mann. Ja, oder irgendwann hat man jetzt dann auch mal erklärt, dass im Prinzip der Priester, ich sag das jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, irgendjemand hat mal erläutert, dass der Priester eigentlich Jesus Christus manipuliert, indem er nämlich die die Handlung durchführt und direkt mit dem Gläubigen in Verbindung steht und er zwingt dadurch quasi den Jesus Christus, das zu machen, was er im Moment macht, die Handbewegung. Wenn er diese Oblate da in den Mund führt oder den Wein trinken lässt und so, zwingt er Jesus Christus jeweils immer dabei zu sein. Also wer hat den, und er nimmt sich möglicherweise die Macht über Gott zu bestimmen in dem Moment. Also über Jesus Christus, Sohn Gottes, wie immer du das bezeichnen willst. Ist auch merkwürdig, ne? Wenn man sich das mal so durchdenkt, rein logisch. Schon komisch. Ja. Okay, und ja, wer ist überrascht? Ukraine. Schmiergeld. Der Westen finanziert ukrainische Politiker mit Schwarzgeldmillionen immer direkt. Ja, an der Regierung und Staat und so vorbei, ist ja klar. An der Öffentlichkeit, sondern direkt. Die kriegen also irgendwo hin, vielleicht in der Schweiz. Nummerkonto gibt's ja gar nicht mehr. Ja, und so weiter. Ne? Ja, also all solche Dinge. Es ist einfach nicht zu fassen, was da alles abläuft. Also am Anfang muss ich ja sagen, also da war ich erstmal ein bisschen aufgeschreckt, weil ich Charlie Hebdo aus meiner Jugend auch noch kenne und immer bewundert habe, dass die da so mutig waren, die Dinge darzustellen. Ja, ja, wie also
da so Darstellungen von Politikern an der Pose oder wie auch immer, die also schon anstößig sind, natürlich, oder? Und die also immer unverblümt die Dinge ausgesprochen oder dargestellt haben, dass die überfallen wurden, habe ich im ersten Moment gedacht, hoppla, jetzt geht's wirklich den Aufklärern an den Kragen vielleicht, ja. Aber dann habe ich den Film und die Kommentare gelesen von vielen, die sich da schon mit beschäftigt haben und habe gesagt, ach, Leutchen, jetzt sind sie so tief gefallen, jetzt ist alles absolut nur noch Satire, alles. Wir haben ja schon darüber in anderen Sendungen gesprochen, nehmen wir nun mal Alice im Wunderland, die spricht das aus, was tatsächlich geschieht, oder in diesem Buch wird das beschrieben, oder in dem Film, was tatsächlich geschieht. Man muss sich nur das vorstellen und ummünzen auf die Realitäten, in Anführungszeichen, die wir erkennen können. Das ist ja alles 3D. Das ist das, was wir sehen können, was geschieht. Das ist ja, weil es sich im Auge erst formt. Das sind also Lichtimpulse, Schwingung, Strahlung, wie auch immer du das jetzt nennen, Frequenzen, die wir im Auge für uns interpretierbar erst umwandeln. Und dann gelangt das ins Gehirn und dann machen wir uns davon erst überhaupt ein Bild. Das heißt, die Realität, die vermeintliche, ist ja eine ganz andere. Wir sehen das, was wir uns im Kopf machen daraus. Ob es Instinkt, also vorgegebene Bilder sind oder vorgegebene Umwandlungsprogramme, die uns naturgegeben sind, also eingepflanzt sind, oder aber ob es Dinge sind, die für uns auch verändert wurden. Warum sind so viele Leutchen vernebelt? Sie sind deswegen vernebelt, weil sie die Realitäten so interpretieren, wie es ihnen vorgespielt wird. Das hängt mit Sicherheit, mit Lichtimpuls, mit Frequenz, mit Schwingung und allem dem zusammen. Würden wir, oder die Leute, die aufgewacht sind, sehen ja die Dinge. Die können zwischen den Zeilen lesen, können die Sätze anders interpretieren, können die Bilder erkennen, dass es da sich bei dem vermeintlich getöteten Polizisten gar nicht um einen tatsächlich Ermordeten handelt, sondern die, die das meinen, kommen zu dem Schluss, aber in ihrem eigenen Gehirn. Das ist nicht das tatsächlich, was passiert ist. Und die, die jetzt sehen, was passiert, die sehen eher das, was dort dargestellt wird oder ohne die Interpretation, die andere dann in ihrem Gehirn vornehmen. Die können also die nackte Information in gewisser Weise sehen, dass eben dieser Mensch, der da am Boden liegt oder diese Polizistperson, was auch immer, eben nicht erschossen wurde, sondern dass er das nur simuliert. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir jeden Einzelnen versuchen aufzuwecken, dass er sein eigenes Bewusstsein erlangt, um selbstkritischer mit den ihm zur Verfügung gestellten Informationen umzugehen. Auch diese Vertrauensvorschussblase zu knacken, anzunehmen, dass also alles, was der sogenannte Staat in Anführungszeichen oder die Medien von sich geben, alles die Wahrheit ist. Wenn dieses Grundvertrauen erschüttert ist, wenn das also angekratzt ist, dann erst hat derjenige die Chance zu hinterfragen, in Frage zu stellen. Wenn man natürlich indoktriniert ist, trainiert ist, Gehirn gewaschen ist, wie auch immer, hat man diese Reflexionsmöglichkeit nicht mehr, diese kritische sich mit etwas kritisch auseinandersetzen, hat man nicht mehr diese kritische Funktion. Kinder haben das alle noch, ne? Die hinterfragen, die fragen auch ganz blunt heraus, ne? Was hast du denn da, was bist denn du für einer, ey? Ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt anständig war oder höflich war oder so, die fragen einfach aus Neugier. Die sehen was und entziffern es so, wie sie es sehen. Sind noch nicht so indoktriniert, wie die meisten Erwachsenen es ja sind. Beziehungsweise die Kinder, die ja auch dann später durch diese Matrixmühle geschleust werden. Naja, wie auch immer. Jedenfalls ist das alles hochspannend und niemand hat die absolute Wahrheit zur Hand, sondern wir sind alle dabei, sie herauszufinden, und das ist verdammt nicht einfach, weil uns so viele Hürden entgegengestellt werden, um da dran zu kommen. Also muss die Wahrheit unheimlich spannend sein,
viel spannender als das, was man uns vorspielt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir daran arbeiten, diese zu finden. So, was haben wir hier noch? Beitragsservice. Das ist hier der Propaganda, die Propagandamatrix, die hier gegen uns aufgebaut wird. Volksbetrugsnetz schreibt, Beitragsservice ist nicht für Klagen gegen den Rundfunkbeitrag zuständig. Kann ich hier lesen? Da muss ich da mal das verlinken. Dann auch noch Leipzig. Linksextremisten greifen Leipziger Polizeiwache an. Muss ich dann alle mal aufmachen, mir das dann alles genau durchlesen. Ja, so ist das, gell? Jetzt, was haben wir noch hier? Flashmob gegen Christen. Was ist das? Ich muss mal aufmachen. P-News, Samstag, Flashmobs gegen Christenverfolgung. Weltweit werden etwa 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Christen sind damit die am meisten verfolgte Glaubensgruppierung. Der jährlich von Open Doors veröffentlichte Weltverfolgungsindex ist eine Liste von 50 Ländern, die anzeigt, wo Christen wegen ihres Glaubens am stärksten verfolgt und diskriminiert werden. Ist auch interessant, lese ich aber nicht alles vor, weil die Zeit haben wir jetzt leider nicht mehr so. Kann ich dann aber gerne mit verlinken. Ja, dann kam noch was hier, das bezieht sich auf die Dienstag-Sendung, die wir hatten zum Update Planet X, nämlich netzfrauen.org. Massentiersterben geht weiter, ungeklärtes Massensterben von Vögeln, Fischen, Seesternen und so weiter. Wichtig, was läuft da? Ne? Und das ist auch ein umfangreicher Artikel, den ich gerne mit verlinke. Darüber müssen wir uns Gedanken machen, das ist völlig klar, dass wir das machen müssen. Ja. Das lese ich auch nicht vor, sondern verlinke das später. Ne? So, hier, hallo Detlef, da kommt eine Frage. Was geschieht jetzt mit den 12 Leuten, also den 12 Toten? Oder sind die tot oder doch nicht von Islamisten getötet oder so, schreibt er hier. Ja, das kann ich nicht sagen. Also dazu fehlen mir auch noch die konkreten Informationen. Ich habe auch keine einzige Leiche bis jetzt gesehen. Ich habe etwas gesehen, wo etwas geschoben wurde auf einem solchen Gefährt, was da von diesen Leutchen verwendet wird. Das kann ich leider auch nicht sagen. Das müssen wir noch abwarten. Da werden wir aber die kommen dann auch ins Schlingern und dann widersprechen sie sich, dann machen sie Fehler in ihrer Berichterstattung. Irgendeiner plappert das dann aus und dann gibt's einen Insiderbericht und dann, ja, das stimmt. Ach ja, wir haben wirklich eine Übung gemacht und so. Also es wird alles noch, genau wie das beim Boston Marathon und so war, was sie nie richtig stellen konnten, wo da alles klar war, dass alles nur eine Übung ist. Möglicherweise sind auch Menschen dort umgekommen, sind auch vielleicht ermordet worden, von wem auch immer, aber in jedem Fall immer unter Mitwissen des Systems. Das haben wir ja gehört. Alles, was ich heute auch vorgelesen habe zu diesem Bericht, die angeblichen Täter sind Polizei bekannt gewesen. Einer davon war sogar im Gefängnis und standen unter Beobachtung. Also wie kann man solche Leute dann mit AK-47 und Sturmhauben durch Paris fahren lassen? Das geht einfach nicht. Also schon da haben sie sich selbst quasi ad absurdum geführt, weil für sowas braucht man dann auch keine Polizei. Wir brauchen vor allen Dingen keine Polizei, um Strafzettel auszufüllen. Die brauchen wir alle nicht. Ja. Was machen die denn sowas den ganzen Tag? Ja. Die lassen da einfach so ein Gebäude ran, alles umballern. Das ist kein Thema. Also du kannst nicht erwarten, dass dich der Staat schützt. Dafür ist er gar nicht da. Der ist dafür da, dich in Angst und Schrecken zu halten. Damit sie dich in Ruhe ausplündern können, dich ausziehen können, dir alles wegnehmen können, dich versklaven können, dich für sie arbeiten lassen. Denn du wirst ja nur so lange durchgefüttert, wie sie dich brauchen für irgendwas. Danach nicht mehr. Und dann brechen sie Kriege vom Zaun. Die meisten Menschen sind umgekommen mit staatlicher, in Anführungszeichen, oder im Regierungsauftrag. Da sind die meisten Menschen ums Leben gekommen. Nicht durch irgendeinen Massenmörder oder durch irgendeinen Terroristen oder so. Man kann natürlich sagen, es gibt einen terroristischen Staat. Aber den die vermeintlich da immer vorschieben, Nordkorea oder sowas, oder
Früher war es mal der Iran, von dem hört man ja nichts mehr. Das ist tot, das Thema. Oder Syrien. Die haben keine Millionen Tote erzeugt. Wer hat denn Millionen Tote erzeugt? Das war während des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die letzten Jahrhunderte aufzählend. Und natürlich vor allem die Amerikaner. Millionen Tote im Irak produziert, Afghanistan. Die ganzen Überfälle da im Nahen Osten, das ist unglaublich. Also, aber wir wissen das. Ich meine, wir diskutieren ja Dinge, die wir untereinander alle kennen. Es ist also nichts Neues, was wir hier miteinander diskutieren, aber es muss einem immer wieder klar werden, wir wollen ja auch Argumente finden für uns, für euch im Gespräch, wenn wir mit anderen sind, die da noch nicht so weit sind, die das alles nicht so durchschauen, denen vielleicht ein wenig auf die Sprünge zu helfen, oder? Na ja, schauen wir mal. Okay, ja, wir sind also jetzt schon fast durch mit unserer Sendung. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir am kommenden Sonntag, ja, ich zeige hier nochmal auf meine Kappe hier in meinem Filmchen, später zu sehen mit United We Strike. Wir haben einen United We Strike Radio Marathon hier wieder am kommenden Sonnabend von 16 Uhr an starte ich diesmal, also etwas später als sonst, aber gleich in Erinnerung zu halten mit meinen Live-Sendungen dienstags und donnerstags, dann einfach zu merken, immer 16 Uhr ab sofort der United States Radio Marathon, auch hochspannend, 2 Stunden auf Deutsch und später auf Englisch geht's weiter, bis in die Morgenstunden mit interessanten Gästen und Gastgebern und Themen. Ne? Und auch dies hier wird sicherlich auch wieder ein Thema werden, haben jetzt viele, viele Ansichten, neue Informationen vielleicht auch geben zu all dem, was jetzt geschieht. Vor allem, wenn da was dran ist, dass am 15. irgendwas geplant ist. Was wir alle nicht wissen, mit den Daten bin ich mal vorsichtig. Ich sage sie zwar, weil sie geistern herum, aber das heißt nicht, dass da tatsächlich etwas passiert, aber wir weisen mal darauf hin, wo vielleicht größere Terroranschläge noch folgen, als und das jetzt die Vorstufe ist hier vielleicht, um dann eben von dort aus irgendwelche anderen Rechte einschränkenden Maßnahmen der sogenannten Regierung oder Staaten gegen die eigene Bevölkerung durchzusetzen. Oder einen Krieg vom Zaun zu reißen oder was auch immer da möglich ist. Das werden wir noch im Laufe der Zeit erfahren. Also unbedingt einschalten, auch am kommenden Sonnabend, Sondersendung ab 16 Uhr bei United We Strike Radio Marathon. Auch hier wieder bei mir auf der Seite, einfach schnell zu finden, wakeness.net, Wakeness Radio. Ja, und nochmal, wer uns unterstützen möchte, kann das herzlich gerne tun. Es gibt überall Hinweise, wie man das machen kann. Man kann auch DVDs, CDs bei uns kriegen von Sendungen, die einen besonders interessieren. Da gibt es immer das Angebot, 3 Stück für 15 Euronen oder Franken plus Porto und natürlich den Erwerb von zum Beispiel Kappen von Wakeness.net oder Wakeness TV und natürlich auch United We Strike. Auch Presse, ja, gibt es auch für alle, die pressemäßig aktiv sind, Blogs haben, ja, die für uns vielleicht auch arbeiten und arbeiten wollen, können sich auch Pressesachen besorgen, bei uns spezielle Editionen, alles zu finden bei laufteufel.de, natürlich auch T-Shirts, ja, kann man immer brauchen, T-Shirts, ja, alles dort wunderbar zu bestellen, ukizuki, tolle Qualität, schnelle Lieferung, also alles wichtig, dass ihr uns mit unterstützt, auch die Mitteilung, die Informationen weiter verbreitet, wo immer ihr könnt. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir hören jetzt noch von Look What I Did, Fade to Daft. Ja, dann werden wir umspulen auf die Wiederholung der Sendung. Kommt dann nochmal von FTH45, Besseres Leben, und von Flatliners, Good Atmosphere. Und dann sehen wir uns spätestens am kommenden Sonnabend zu unserer Sondersendung United We Strike Radio Marathon. 16 Uhr Start. Bis dann. Ciao, ciao. Das ist der Detlef von Wakeness Radio, Wakeness TV. Klasse, dass ihr so super immer einschaltet bei mir. Bis dann. Ade. Wakeness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakeness.net.
And that's the right one to get in the line.